Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Begegnung am Berg ist angesetzt, heute aus dem Unterfu. Gauertal ist angesetzt. Zu Gast ist heute bei mir der Landesparteivorsitzende der SPÖ Vorarlberg, der Martin Staudinger. Hallo Martin, servus. Servus Hans. Warum sind wir jetzt da hin? Ja, ich bin ziemlich viel im Unterfu. Ich bin halb da aufgewachsen, weil mein Vater hat schon lange da Hütte haben. Und da sind wir am Wochenende immer reingefahren, schaffen. Rasenmäher, ein paar Böhmfelder, Holzmacher und ja, wenn wir nicht unten am See sind, sind wir daheim und haben wir gedacht, uff, ins Gauertal, zur Lindauer Hütte, das ist eine schöne Tour mit dem E-Bike, sind wir schnell da. Du, schön, dass du jetzt mitten im heißen Wahlkampf noch Zeit hast für die Natur und für dich. Ja, ist ganz wichtig, dass man auch, egal wie viel man zum Schaffen hat, einen Ausgleich hat, oder? Und da brauche ich auch ein kleines Sport, eine kleine Natur. Und das genieße ich auch und das gibt auch Kraft für den Wahlkampf. Ja, dann fahren wir mal los da mit diesem E-Bike da. Ja, die Tiere, die da noch im Freien sein können, das ist halt auch etwas, was man schätzen muss. Und die Kühe, die sind doch das ganze Jahr im Freien, zumindest im Sommer. Und das muss man halt fördern, oder? 97% der Bauern erhalten weniger als 12.500 Euro Förderung und 3% kriegen mehr. Und in Wirklichkeit, gerade die Bauern am Berg und so, die viel Landschaftspflege machen, dass die Landschaft erhalten bleibt, die sollten eigentlich mehr kriegen. Ja? Förderungen sind so ganz unterschiedlich, ob ich jetzt Milchkühe fördere, ja? oder Kälber fördere für Fleisch. Also die Milchkühe kriegen einfach viel mehr Förderung, oder? Aha. Und wenn wir sagen, gut, wir wollen das eigentlich ein bisschen ändern, dass man nicht nur Milch fördert, dann müssen wir auch die Förderlogik umstellen. Ne? Was ist zu den Kälbertransporten, Martin? Es ist einfach ein Irrsinn, dass wir lebendige Kälber transportieren ins Ausland, großes Tierleid produzieren und dann aber fertiges Kalbfleisch aus dem Ausland importieren und bei uns essen. Wirtschaftlicher Unsinn sogar. Darum glaube ich, man muss eine vernünftige Naturpolitik, Tierpolitik, Klimapolitik verbinden mit der Wirtschaft, dass sie so Sinn macht. Und es macht Sinn. Ja. Ah, das ist etwas kompliziert. Wo, glaube ich, ein Umdenken erfordert. Jetzt sind wir da halber hin im Gauertal. Martin, von wo bist du? Wo bist du geboren? Ich bin eigentlich aus Hart, am Bodensee. Aber habe schon viel Zeit im Unterfu verbracht. In der Kindheit, wenn wir immer offen sind auf die Hütte. Und ja, zweite Heimat im Unterfu und erste Heimat Bodensee. Ja. Was hast du als Kind, wenn du den ersten Berufswunsch gehabt? Was hast du da gewünscht? Was würde ich einmal? Ich kann mich selber nicht, meine Eltern erzählen das immer, dass man irgendwann mal einen damaligen Landeshauptmann Dr. Martin Purtscher getroffen hat und da habe ich ihm erzählt, ich möchte Raketenbauingenieur werden. Dann hat er gesagt, ja, Rakete weiß er nicht, aber Ingenieur wäre gut. Ja, und den hast du aber studiert? Volkswirtschaft studiert und Politikwissenschaft studiert. Mhm. Bin dann hängen geblieben in der Politik und habe 7 Jahre beim jetzt verstorbenen Sozialminister Rudi Hunsdorfer mitschaffen können, habe den Pflegefonds verhandelt, habe die Mindestsicherung verhandelt und habe gemerkt, ich möchte wirklich in der Politik umsetzen. Habe dann einfach Hammwelle nach Vorarlberg und habe gesagt, ja, ich möchte auch wieder lernen. Und da haben sich jetzt viele gefreut, dass du wieder gekommen bist von Wien, oder? Ja, zuerst habe ich gedacht, Politik reicht mir jetzt, aber mein Blick ein politischer Mensch, möchte Dinge bewegen und ich hoffe, ich kriege jetzt im Herbst die Chance dazu, dass wir auch etwas umsetzen können. Über das reden wir noch ein bisschen, heute da oben. Aber als Kind jetzt, da hast du irgendein Lebensmotto, weil du brauchst schon Power. Ja, Politik kostet Kraft, aber gibt mir auch Kraft. Und das Motto, das ich halt in der Politik verfolge, ist Miteinander. Fürs Land. Genau. Aber Wegsport ist für dich schon was. Ein Lieblingssportgerät, gell? Ja, auf jeden Fall. Also die Liebe zum See ist schon ziemlich ausgeprägt, oder? Und das, was im Winter Snowboarder ist, ist im Sommer Wakeboarder. Was siehst du zum Rauchverbot? Ich selber bin nicht Raucher,
war aber immer relativ liberal. Also es hat mich jetzt nie so gestört, wenn jetzt jemand neben mir raucht. Aber ich glaube, jetzt wo es Rauchverbot ist, ist schon allen klar geworden, dass es schon viel feiner ist, die frische Luft, die wir da genießen können, dass wir rund um die Uhr hat. Mindestlohn ist eine Forderung von dir. Wie viel soll der sein? Ja, unsere Forderung ist jetzt 1700 Euro Mindestlohn und die 1700 Euro steuerfrei. Das wäre das Minimum, was glaube ich jeder Haushalt, der Schaffer geht. Und das ist halt in der Diskussion, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man immer nur sieht, man muss die Sozialhilfe kürzen. Ich glaube, der richtige Ansatz ist, wer Schaffer soll einfach mehr verdienen. Na ja, klar. Nicht bei denen, die nichts haben, kürzer, weil das bringt dem, der Schaffer gerade nichts, sondern der Schaffer gerade einen gescheiten Mindestlohn kriegen und bis 1700 Euro aber steuerfrei. Und die öffentliche Hand soll natürlich da vorangehen. Und sagen, in Berufen, die wichtig sind, Bildung, ja. Kindergärtnerinnen, Pflegerinnen im Pflegeheim, ja, dass die eigentlich wertvolle Arbeit leisten für unsere Kinder, für unsere Eltern und Großeltern, dass die auch gescheit verdienen. Ja, ja, klar. Und das könnte das Land sofort umsetzen. Ein guter Partner, das ist beim eigenen Zuhause das Wichtigste. Perfekt. Jemand, der einen hilft, bis man wirklich am Ziel ist. Apropos, Raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume als jede andere Bank in Österreich. Raiffeisen, meine Bank. Unverfälschter und reiner Geschmack. Qualität durch ausgesuchte Rohstoffe. Wir leben Tradition. Die Brauerei Frastanz. Denk vor Ort. Denk wir in Vorarlberg. Denk Unica. Geschafft. Das ist ja fein mit Motörli. Ja, war gut. Ja, Martin Lindauer, heute 1744 Meter. Das erste Mal auf dem E-Bike und es ist toll. Ja, für dich das erste Mal? Ja. Wir brauchen Stärkung. Ich habe da lauter regionale Produkte aus dem Unica-Sack. Drei Käsekäse. Okay. Kannst du daheim essen. Du brauchst jetzt Kraft für den Wahlkampf. Das gell? Ja. Gute Brötli. Wunderbar. Landjäger aus dem Breger zum Wald, vom Broger. Ja, natürlich, einfach natürlich. Das Gelände geht immer. Da. Richtig. Und dann haben wir aus Lutra auch noch Grüße. Ah. Ein Williams vom Pfanner. Dankeschön. Jetzt lassen wir uns das schmecken und dann reden wir weiter. Gut. Zum Wohl, Martin. Zum Wohl. Gell? Ja, Martin, ich möchte zuerst einmal gratulieren. Du bist jetzt seit fast einem Jahr Landesvorsitzender mit 99,3% gewählt. Ja. Also ich habe jetzt bei der Recherche verschiedene Zeitungsartikel angeschaut. Dieser Mann, dieser SPÖ-Mann begeistert. Den Hoffnungsträger mit Blick über den Horizont. Also die Medien machen es gut mit dir. Ja, ich habe eine faire Chance, glaube ich. Und ich probiere auch dem gerecht zu werden. Mein Motto ist ja Miteinander fürs Land. Mhm. Das heißt, nicht gegeneinander schaffen, nicht streiten, sondern auch über Parteigrenzen hinweg eigentlich schauen, wo man zusammen schaffen kann. Und innerparteilich und aber auch die politischen Mitbewerber höre ich immer wieder, haben eine hohe Wertschätzung dir gegenüber. Ja, das ist die gleiche Wertschätzung, die anderen gegenüber erbringen, jedem Menschen. Das ist auch etwas, was die SPÖ auszeichnet. Wertschätzung gegenüber jedem Menschen, egal woher er kommt, wer er ist. Und das gilt auch für mich, für den politischen Mitbewerber. Wie ist die Stimmung momentan im Wahlkampfteam jetzt da? 4-5 Wochen vor, je nach Wahl, vor der Wahl. Genau. Stimmung ist sehr gut. Ja, da kriege ich ganz viel positives Feedback aus der Bevölkerung. Also von ganz normalen Leuten, die zu mir herkommen, sagen, ich mag den Stil, ich mag den Miteinander, ich mag, wie du das anpackst. Und ich hoffe, dass wir nach 15 Jahren wieder mal ein Plus vorne haben. Ich tue jetzt ein paar Zitate sagen und du sagst mir was dazu. Zitate, wo okay, ich bei der Recherche. Also Wartezeiten, Arzttermine. Ganz wichtig, ich höre von vielen Leuten, dass sie viel zu lange warten auf einen Facharzttermin und auch bei Operationen. Ich möchte die Wartezeiten halbieren. Mhm. Gegen
Kinderarmut hast du in Offensive gesetzt. Auch, ja, das haben wir auch bundesweit gemacht, aber gerade in Vorarlberg, Tempmann ist die Kinderarmut fast am höchsten. Und gerade, wenn wir sagen, chancenreichstes Bundesland für die Kinder, müssen wir da ansetzen. Weil die Kinder sollen unabhängig, wie sie aufwachsen, die gleichen Chancen kriegen. Leistbares Wohnen? Wohnkosten sind immer schon Thema gewesen, aber sind explodiert. Nirgends ist es so teuer wie in Vorarlberg. Ja, auch in einer Großstadt wie Wien ist es günstiger, weil in Wien hat man andere Wohnbaupolitik. Da macht man gemeinnützige Wohnungen, da schaut man, dass die Gemeinde einem Bauträger ein Grundstück gibt zum guten Preis und sieht, du kriegst nur Landesförderung, wenn du auch günstige Wohnungen baust. Das wäre mein Modell für Vorarlberg. Dann hast du noch eine Initiative, jetzt ganz neu von dir. Du willst Zusammenarbeit da über den Rhein um? Genau, also wir sind in einer 3- oder 4-Länder-Region. Das gehört alles zusammen. Ja. Stichwort gemeinsame Universität, Hochschule, aber wirtschaftlich sind wir verflochten. Nur weil der Rhein ist, das soll keine Grenze sein. Jetzt haben wir, also die Nationalratswahl steht ja unmittelbar bevor, 3-4 Tage. Was hast du für einen Aufruf? Ja, ganz wichtig ist, ganz zur Wahl. Gerade das, was wir gesehen haben, Ibiza-Skandal, ist etwas, wo man sagen muss, wir wollen eine saubere Politik und das, was da passiert ist, das muss man abwählen, ganz klar. Und da nützt nichts, wenn man sich jetzt frustriert von der Politik im Lipta haben, sondern man muss die Parteien stärken, wo man glaubt, die machen eine seriöse Politik fürs Land. Und Landtagswahlen? Ist denn 2 Wochen später? Landtagswahl, 13. Oktober. Landtagswahl ist meine erste große persönliche Wahl. Wir spüren zwar schon einen positiven Trend von den Wahlen, die wir bisher gehabt haben, aber bei Landtagswahl geht es dann wirklich darum, ob wir wieder stärker werden und uns so stärker einbringen können. Ich möchte mitgestalten und dazu brauche ich viele Stimmen. Der freie Zugang zur Bildung war der SPÖ ja immer wichtig. Bildung beginnt von klein auf, beginnt bei der Kinderbetreuung, Kindergarten. Und in der Pflichtschule wollen wir eine Ganztagesbetreuung. Und schlussendlich wollen wir auch die FH in Vorarlberg ausbauen. Und wir sagen, Bildung muss immer frei sein und darf nichts kosten. Wenn sie schaffen gehen müssen, müssen sie sich darauf verlassen können, dass auf die Kinder geschaut wird. Egal wie viel Geld die Eltern haben, unsere Kinder brauchen alle Chancen. Stichwort kalte Progression. Kalte Progression, ein Wahlversprechen, das nicht eingehalten wurde. Für Schaffergau muss ich immer mehr Steuern zahlen. Und das, was ich jeden Tag umstand, jeden Tag Schaffergang, wird momentan am höchsten besteuert. Und damit müssen wir runter. Auch Stichwort Lohnnebenkosten, auch Standard zu Schweiz. Lohnnebenkosten runter und das Geld lieber woanders holen. Geld, das geht ja dann eh gleich in die Wirtschaft. Genau, also was jemand mehr verdient, kann er mehr konsumieren, mehr investieren und ist insgesamt für die Wirtschaft gut. Gerade jetzt, wo wir merken, Konjunktur flaut leicht ab, muss man da rechtzeitig Maßnahmen setzen. Ich hatte da noch ein paar Wörter als Wordrap. S18. Ich bin in Hart aufgewachsen, da waren die gelben Schilder, baute S18, weg mit dem Transitverkehr. Jetzt haben wir noch täglich Stau. Wenn ihr jedem Fremden erzählt, es gibt 2 Autobahnen, dazwischen ist der Rhein, und es gibt nie eine Verbindung zwischen 2 Autobahnen. Kein Mensch versteht das. Wir lassen uns das viel zu lang bieten. Und die Grenzübergänge in unseren Dörfern werden belastet, die Dörfer werden belastet, die Pendler stehen im Stau, die Spediteure stehen im Stau. Das erzeugt viel mehr Abgase, wenn du im Stau stehst, als wenn die paar Kilometer mit 80 km/h sauber durchfährst. Bruno Kreisky. Immer noch Idol für viele und eine Erinnerung an gute Zeiten, wo die Sozialdemokratie viel gemacht hat, wo wir eigentlich heute noch dankbar sein müssten. Ich hätte viele Möglichkeiten nicht gehabt, meine Eltern hätten viele Möglichkeiten nicht gehabt und mir die Möglichkeit gegeben, dass ich studiere, wenn nicht Bruno Kreisky so viel gemacht hätte. Ja, lieber Martin, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mich mit dem E-Bike da reingeführt hast. Ja, tolle Erfahrung. Ja, wenn es dir gefällt. Diese positive Erfahrung wünsche ich dir und deiner Gruppierung auch bei der Wahl jetzt. Hoffentlich geht es euch gut. Ich wünsche euch alles Gute. Bleib gesund und du tust noch viel fürs Land. Ich danke dir, gell? Wenn es dir gefällt, fahr auf der E-Bike und sonst kann man im Winter mal eine Skitour fahren. Ja, das kenne ich. Ja. Das kenn ich. Ja, liebe Zuseher, das war jetzt eine Begegnung am Berg von Ländle TV. Nächste Woche wieder eine neue Folge Begegnung am Berg vom Nanderer Berg. Bis dahin, Hans Fein, genießen's Leben.